Herzlich willkommen, liebes Voll-AT-Publikum, direkt von der IAW. Ich darf mit Kenza sprechen. Herzlich willkommen auch. Vielen Dank. IBM Dach, spannendes Thema auch auf der IAW, gerade mit dem Gerold auf der Bühne gehabt. Wie war denn der Vortrag? Es war ein Austausch, natürlich spannend auch zu hören, welche Fragen die Menschen stellen und womit sie sich beschäftigen. Mhm. War ganz gut in meiner Interaktion mit dem Publikum. Mhm. Vielleicht auch ein Thema, das ganz spannend ist, Emotion und künstliche Intelligenz zu verbinden. Wie kann man denn den Menschen glaubhaft machen, dass auch da nicht diese beinharte künstliche Intelligenz emotionslos agiert und vielleicht auch den Menschen Angst macht? Also das ist grundsätzlich so, dass viele Menschen gerade im Dachraum eher Angst vor Technologie haben oder vor Neuigkeiten, Innovationen, Erneuerungen haben. Und was dagegen hilft, ist Aufklärung. Also je besser die Menschen versteht, was hinter der Technologie sich befindet und wie sie funktioniert, desto weniger Angst sie haben. Und ein aufgeklärter Bürger trifft auch die besseren Entscheidungen, auch im Umgang mit der Technologie. Von daher, das ist das Ziel tatsächlich, das Wissen zu teilen und aufzuklären. Vielleicht auch eine Frage an uns oder ein Gedanke, junges Publikum, junge Menschen auch für diese Technologie zu begeistern. Im Hintergrund schwebt immer noch dieses Bild Nerds, junge Männer mit vielleicht auch noch mitten in der Pubertät hinter großen Brillen. Wie hat sich das geändert? Vielleicht auch, wie haben Sie es geschafft, Sie auch als Role Model für junge Mädchen in diesem Bereich Fuß zu fassen? Also die Statistik ist da, natürlich kann man nicht leugnen, die Branche ist noch sehr homogen. Dennoch finde ich, dass es viel mehr Diversität braucht und auch gebraucht wird tatsächlich. Nicht nur ne, im Sinne des Geschlechtes, dass Frauen auch diese Lösungen mitentwickeln, sondern auch Menschen aus einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund gebraucht werden. Und Mädchen, Sie haben ja erwähnt, ja, was mache ich da und wie habe ich es geschafft? Also für mich war es ganz klar, ich mochte immer Mathematik und das hat mich dazu geführt, ein Ingenieurstudium zu machen und seitdem arbeite ich in der Tech-Branche. Also für mich ist es selbstverständlich. Gerade auch in Europa geistert das Gespenst herum, dass man sich weltweit im Hintertreffen befindet gegenüber US-amerikanischen Konzernen oder auch vielleicht China. Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie die Lage ein? Wie viel Aufholbedarf hat Europa in Sachen Digitalisierung? Ja, also ich finde, dass wir in Europa sehr gute Voraussetzungen haben. Wir haben eine sehr gute Bildung, wir haben hier viel Wissen, viel Ingenieurskunst. Was uns fehlt, ist vielleicht den Mut, mehr uns zuzutrauen und Innovationen voranzutreiben. Ein anderer Aspekt, der positiv ist, der vielleicht oft auch eher als negativ bezeichnet wird, ist die Regulierung. Mhm. Wir haben mit dem AI Act, was ja noch nicht draußen ist, aber noch verhandelt wird im EU-Parlament, eine sehr gute Basis für eine Regulierung, für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und das gibt den Unternehmen wiederum eine Zuversicht, solange ich mich in diesem Rahmen bewege, darf ich tatsächlich auch Innovationen vorantreiben und KI-basierte Lösungen bauen. Und das ist an sich eine sehr gute Nachricht. Denn wir sehen ja auch aus anderen Ländern, dass jetzt der Aufruf nach mehr Regulierung gestartet wird. Und hier waren wir wieder in Europa schneller, ja, dass wir damit zuerst angefangen haben. Und jetzt können wir loslegen und mit mehr Mut schaffen wir es auf jeden Fall. Vielleicht abschließende Frage noch. Wie gehen Sie mit der Angst um, dass uns das digitale Zeitalter überholt im Sinne von Arbeitskräfte vernichtet, die KI ersetzt den Mensch, die Digitalisierung ersetzt den Mensch. Wie kann man den Leuten da die Angst nehmen und ihnen auch vielleicht sagen, da bleibt mehr Platz für Emotionen? Also erstmal haben wir einen Fachkräftemangel. Ja, ich glaube, wir brauchen uns jetzt keine Sorgen darüber machen, dass die Roboter uns die Jobs wegnehmen. Uns fehlen Menschen heute, die Jobs ausüben. Und man wird seinen Job nicht gegen eine KI verlieren, sondern gegen jemand anderen, der KI nutzt. Also das muss einem bewusst werden. Die Technologie ist da, es ist ein Werkzeug. Wir können sie nutzen und je mehr wir lernen, damit umzugehen, desto besser sind wir für die Zukunft vorbereitet.
ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank und Ihnen noch viel Spaß beim Aufenthalt in Vorarlberg und auf der IAW. Sehr gerne. Danke auch fürs Interview.